zwar nicht in Fahrt ist, aber dafür außen Bachhofner in voller Fahrt bedienen kann. Jetzt aber die Chance und das erste Tor für den Tabellenführer. Das kam aus dem Nichts, war aber schnell und gut gespielt. Stand er bislang beim Siegtor für seine Mannschaft auf dem Eis. Was für ein Fehler. Und jetzt die Konterchance. Und das 2:0. Mathieu Chantré mit dem 2:0 für den EHC Biel. So, und das ist einfach gut gespielt. Jason Fuchs gewinnt zwei Zweikämpfe und spielt dann den kleinen Pass, der ankommt. Biel mit dem 3:0. Jason Fuchs. Ein wunderbar herausgespieltes, gekontertes Tor. Und das ist Anschauungsunterricht für den ZSC. Ins Hallenstadion zu bringen, das hier und heute. Bis jetzt 12,5 Minuten vor Ende ist noch gar nichts. Aber das könnte jetzt vielleicht doch noch mal ein Wake-up-Call sein. Raphael Prassel mit dem 1:3 aus Sicht des ZSC. Toschepi. Abgefangen. Rajala mit dem 1:4. Das sollte es dann wohl gewesen sein. Bobby Earl vor dem Tor. Toni Rajala. Für Damien Brunner. Und das Tor geht wohl an Bobby Earl, der da am Hinterteil getroffen wird von Damien Brunner. Und damit im 300. Spiel. Miranda, Marti und doch noch ein Tor für den ZSC, wohl abgefälscht von Chris Baltisberger. Immerhin, die Tore fallen noch mal richtig in diesem Schlussabschnitt. Noro, Peterson. Nora, der ist drin, 3:5. Und das ging verdammt schnell.